Mew ist nicht new, aber du, schau mal zu, kannst noch eines bekommen beim Jubiläumsevent. In Shiny, ich habe auch, also, ich habe es noch nicht gefangen, die Forschung habe ich noch nicht fertig gemacht und unbekannt. Den Bug habe ich schon ein paar Mal besprochen, es gab mal einen Fehler im Queststapel. Aus dem Grund habe ich Mew doppelt gemoppelt. Und damit werde ich heute noch in den Single-Type-Cup hineinschauen. Mit einem Team, keine Ahnung. Ich glaube, so ein bisschen die Pokémon können schon irgendwie klappen miteinander. Aber ich wollte eigentlich nur eine Mew verwenden. Shiny Mew kann man sich dann kaufen für vermutlich 6 Euro. Wenn man aber damals Pokémon Go Tour Kanto noch nicht am Start war mit Ticket. Weil da will offenbar vermutlich die Pokémon Company das Schillernde schon bedeckt halten. So wie das Wetter aktuell. So, was machen wir? Und Abfahrt. Rüber da, bisschen Energie sparen und tanken. Also, weil die schillernden, mysteriösen, mit Ausnahme von, keine Ahnung, Darkrai, Deoxys, die sind ja auch mysteriös, aber die hält Pokémon doch schon sehr besonders, oder wie soll ich sagen? Also, die kann man ja teilweise gar nicht bekommen, außer bei irgendeinem Event im Pokémon-Universum oder durch irgendeinen Code oder so ein Shiny Mew, Shiny Celebi, das sind schon besondere Pokémon, sage ich mal. Knapp, aber ideal. Bei Slimeok habe ich Energie. Hier kann Macho nun minimal farmen. Genau so wollten wir das haben. Jo, und wieso hält man die bedeckt, die Pokémon? Naja, man kann. Moment mal. Eigentlich wäre Mew noch stärker. Naja, nicht noch stärker. Das geht schon in Ordnung. Da bleibe ich hier. Ah, perfekt. Der Gegner hat nicht ausgeholt, oder? Perfekt. So, denn es war noch ein Turn. Ein Turn-Unterschied. Ja, im Grunde, ich glaube, das ist schon vorbei. Für den Gegner. Da hatte ich genau die richtigen Pokémon. Wir schilden eventuell den Spukball. Also, genau, man kann ja die Pokémon rüberschicken. Nämlich zu Pokémon Home. Na und? Das machen auch viele. Ein doch guter Teil aller Leute spielt Pokémon Go, nur weil man da dann bei manchen, ja, Dingen einfacher irgendwelche Schillernden bekommen kann. Community Day, einfach reinschauen, Shiny holen und dann auf Pokémon Home rüberschicken, sodass man dort dann die Sammlung fertig hat. Oder aber auch Pokémon wie Quaffwaff in bestimmten Formen, die konnte man nur durch Pokémon Go erstmalig erhalten. Shiny Meltan. Wow, hallo Mew. Hallo Mew. Das war ein neutraler Stromstoß vom Typ Elektro ohne Typ-Effektivitäten-Bonus, also Same-Type-Attacker-Bonus meine ich. Das war schon lecker Schmecker und köstlich schmöchtlich, aber da war der Algorithmus auf meiner Seite. Ich meine, niemals hätte der Gegner da gewinnen können. Da hätte ich schon viel falsch machen müssen, glaube ich. Genau. Und von daher, glaube ich, wird das so gemacht worden sein, haben sein werden, dass man sich Shiny Mew nicht nochmal kaufen kann, auch wenn Niantic damit bestimmt ordentlich Geld verdienen würde. Das will man irgendwie besonders halten. Okay, mit Ember als Sofortattacke. Ich gewinne den Gleichstand. Schade, ich dachte, vielleicht drückst du nicht und dann gehe ich in Nachtara abfangen und so, weil ich schilde, glaube ich, auch. Und wie machen wir weiter? Wie machen wir heiter weiter? Ich muss zugeben, ich habe diesen Cup so gut wie nicht gespielt. Okay. Das ist nicht gut. Da wäre ich vielleicht lieber in Mew, keine Ahnung, weil hier Fokusstoß effektiv, aber schauen wir mal. Ich habe den Cup so gut wie nie gespielt.
nur im Video, habe ich ein paar Videos gemacht. Ich glaube, also eines auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich mehr als eines gemacht habe. Und ja, doch, Mew, Superliga ist aktuell nicht da. Und Mew kann man hier auch verwenden. Okay, Gegner geht sogar dennoch auf die Blitzkanone wegen der Angriffssenkung. Und danach der Fokusstoß vermutlich. Oder hat man hier Lichtkanone in dem Cup? Vermutlich nicht. Da hat man die Nicht-Kanone. Und genau, ich persönlich, ich schicke auch ab und an mal was zu Home rüber. Aber doch eher selten. So, nur für die Meltan-Box und dann nehme ich eben irgendein Shiny von, dem ich zu viele habe. Ich glaube, was macht da nochmal mehr Schaden? Ich glaube sogar Finster-Aura. Aber eventuell benötige ich, also ich benötige sowieso zwei Attacken, genau. Dann können wir das auch so machen. Doch kein Gleichstand. Man hat hier noch die Zielschüsse gesehen. Ne, glaube ich. Aber wohl Nona hat leider Energie und kann auch runterfarmen. Also ich muss hier rüber, bekomme dann schon eine Attacke ab. So, rüber hier. Das ist ungemütlich. Du schaffst sowieso zwei. Egal, ich schild dennoch schon mal die erste. Oh, das war wichtig und richtig. Dass ich... Okay. Gut. Und ihr wollt mir erklären, dass der Algorithmus nicht existiert? Ist doch wohl ein Scherz, oder? Den ersten Kampf habe ich gewonnen, den nächsten verloren. Es muss immer 50-50 gehalten werden. So ist es nämlich im Leben. Immer schön 50-50. Wieso manche Legende erreichen mit einer 70% Gewinnrate? Das wissen wir noch nicht. Das müssen Forscher noch herausfinden. Man könnte, glaube ich, auch sogar, aber da wollte ich nicht, hier irgendwie eine halbe Stunde nach Attacken suchen. Ich glaube, für den Cup, weil ich wirklich viele Legendenteams mit Dragonier gesehen habe, könnte man Drachenklaue bei Mew spielen. Das wäre schon schick. Mit Drachenklaue, ich hatte doch zwei Attacken, oder? Da hätte ich vielleicht noch knapp, vielleicht nicht gewonnen, aber auch nicht so hart verloren. Hallo? Meine Punkte? 1500er Cup? Leute, spielt ihr? Das war ein heftiger Downpair in dem Punktebereich, alles klar? Wenn man vom Dragonier spricht, da ist es auch schon. Dann kann ich irgendwo irgendwas irgendwie abfangen? Nö, kann ich nicht. Aber wir versuchen es dennoch. Wieso hat der Gegner keine Attacke verwendet? So komplett. Okay. Da bekommen wir ja den Imantis Community Day. Laut deutschsprachiger News. Also ein Bild von Shiggy. Und da steht Imantis dran. Ja, kann schon mal passieren. Ich meine, wenn man 230 Mitarbeiter kündigt, dann wird da schon der eine oder andere dabei gewesen sein. Hat übrigens Kraftkoloss, also kommt gerade nicht überraschend dann für mich. Okay. Laubklinge. Das nehmen wir, aber die Sofortattacken, die pfeffern schon mal gut rein. Und das ist nicht so fein. Aber wir bekommen ein Schild. Na und... Will ich schilden? Ich glaube nicht. Wir heben uns die Schilde für Mew auf. Okay. Das war nämlich der Kraftkoloss. Und eigentlich wären alle Attacken von Mantidea nicht sehr effektiv gegen mich und du bist schon abgeschwächt. Wir wagen den hier. Ich hoffe, das überlebe ich. Komm, das ist alles nicht so effektiv. Ich will das überleben. Bitteschön. Das müssen wir überleben. Genau. Ordentlich Energie gebunkert. Ich gehe blind. Was ist mit Registil los? Das ist ja wirklich nervig. Registil, richtig nervig. Okay. Und nun habe ich, ja, es wäre wieder die Drachenklaue, die wäre gut. Die Drachenklaue wäre wichtig und richtig. Denn mit der hätte ich auch was gegen Dragonier. Aber ich glaube, Dragonier war von den Sofortattacken auch schon gut abgeschwächt. Oh, wir haben mal Glück. Spannend, dass der Gegner noch drin bleibt. Ich würde mir aber echt gerne Energie aufheben für den Fall, dass eben Dragonier rüberkommt. Okay. Machen wir den hier. Willst du auch mal schilden? Da war doch noch ein Dragonier, oder?
War da nicht noch irgendwo ein Dragonier? Da kommt der Schild. Okay, und das war aber, glaube ich, ein Gleichstand. Wie gierig, wieso? Du warst doch schon lange bei der Genau, ohne dass ich mitgezählt habe. Ich glaube, nun können wir noch gewinnen. Oh ja, auf jeden Fall. Können wir nun noch gewinnen? Mal schauen, ob ich Surfer erreiche, aber die Sofortattacken, die werden auch ordentlich knacken. Drachenpuls nun eventuell. Wer schon eine stärkere Attacke hat, selber Typ Angriffsbonus und so. Nein, nochmal Body Slam. Ich drücke den Surfer rein, dann rüber, Sofortattacken und gute Nacht, Dragonier. Also genau, Dragonier dürfte hier relativ stark sein. Okay, das hat auch schon besiegt. Dann geht das mal in Ordnung. Eventuell waren ein paar Maxax am Start. Deshalb dachte sich Dragonier so, Hallöchen, ich bin auch noch da. Ich will auch mitmachen. Vielleicht? Weiß man nicht. Aber Mew, ja, die Sache mit den Mysteriösen. Mew ist schon stark. Superliga, verschiedene Cups zum Beispiel. Und dann kann man nur eines bekommen. Und wenn man es mal gepusht hat, dann kann man nie wieder damit in der Superliga spielen. Aber egal. So irgendwas wie Skalierung für die Meisterliga oder so, das hat, glaube ich, noch nie jemand vorgeschlagen. Wo gehe ich denn da rein? Erstmal eine Konfusion rüberleiten. Okay. Okay, Moment mal. Du bist Krypto, du gehst einfach so auf Feuerschlag, genau. Okay, so. Ich überlebe keinen Charm mehr. Und ich habe... Aber ich habe Stromstoß, oder? Ich vertraue nicht auf Niantic-Internet. Okay. Na gut. Dann machen wir das so. Dann kommt nun ein Schild. Und dann kann ich mit Slymog runterfarmen. Hypno-Doppel-Charm. Und ich hätte... ich würde nicht sagen, ich hätte ein Problem. Ich glaube, das können wir noch machen. Hypno-Doppel-Charm könnten wir noch machen. Da wird der Gegner nicht lachen, sondern eher weinen. Obwohl, da kommt noch eine Konfusion an, aber egal. Dann hat der Gegner keine Schilde mehr. Ich glaube, die eine Konfusion, die hat schon wehgetan. Ich hätte nach Tara gehen sollen. Das wäre schon gut gewesen. Okay. Ich drücke nicht. Moment mal. Da stand effektiv. Was war denn das? Unlicht. Irgendwas mit Konter als Sofortattacke? What? Mit Charm. Ich wusste doch Doppelcharm. Ich wusste es. Doppelcharm, aber... Wa-wa-wi-wa. Das ist mal dieser andere Charm. Heftig, deftig. Genial. Nicht schlecht. So, da kann, glaube ich, kein Fehler mehr passieren. Da kann nichts mehr passieren. Das ist finito, Ende Gelände, aus die Maus für dich. Das ist, ja. Der Feuerschlag war noch wichtig und richtig, aber wir haben immerhin keinen Go Battle Day. Und beim Go Battle Day für die Forschungen, da muss man auch immer die Kämpfe bis zum Ende spielen. Da darf man nicht aufgeben, wieso auch immer. Das ist schon lange bekannt. Offenbar beabsichtigt von Niantic. Aber... Jo, man kann sich ja einfach runterfarmen lassen und muss nicht am Ende die Attacken verwenden. Habe ich auch gemacht mit WP10 Pokémon und es war eine Person dabei. Ich habe sogar ein Video davon. Ich weiß nicht, die Person wollte einfach trollen. Da denkt man sich so, Go Battle Day, ich gehe mit WP10 rein. Egal, ich lasse ihn leiden. Hat mich nicht angegriffen. Dann habe ich einfach angegriffen und mit einem WP10 Pokémon gewonnen. Okay, was mache ich gegen dich? Kann mir das jemand verraten? Kann mir das wirklich... Oh, schade. Eigentlich war das nicht synchron. Bei 4, wenn man wechselt. Aber das war schon bitter. Das war wirklich bitter. Ja, aber ihr habt gesehen, ich habe wieder gewonnen. Also muss der Algorithmus ein bisschen für etwas sorgen. Stahl gegen Gift. Und hier hinten drin... Dann sowas. Es ist leider so. So ist das Leben. Und die Unlichtattacken vernichten nämlich mein Mew. Und die... Also von Mordsinger, die Unlichtattacken. Und dann die Kampfattacke vernichtet mein Nachtara. Und Stahl gegen Gift. So ist es.
Ihr müsst verstehen, das ist alles echt. Na gut, aber werden wir hier einen Schild eventuell? Aber dann farmst du runter. Einmal Schilden runterfarmen, glaube ich, machst du. Nö. Leider habe ich keine harte... Okay. Okay, du drückst hier sogar noch. Ich wollte versuchen, dich zu snipen. Ja, das Mauzing hat leider zu viel Energie. Das hat echt viel. Schauen wir mal. Oh, noch eine. Noch eine. Das kann ja wohl nicht angehen. Das kann ja wohl wirklich nicht angehen. Na gut. Ne Mew. Bitte. Mach irgendwas. Du musst es machen. Ja, genau. Und dann habe ich mit einem WP10-Team gegen ein komplettes Team gewonnen. Ja, wenn jemand so reintrollen will. Ist ja schön, wenn ihr so viel Zeit habt. Das ist wirklich... Freut mich ja. Aber den Sieg habe ich mir dann doch gegönnt. Okay. Ne Mew. Na, wieso treffen wir hier auf so ein Pokémon, welches uns komplett aushebelt? Ich verstehe es leider nicht. Und da ist noch irgendwas. Vielleicht Doppelfee auch wieder? Nö, aber Single-Type Cup, ich weiß nicht. War vielleicht nett für manche. Habe ich aber dann doch nicht so gerne gespielt. Okay, ein Quaxo. Dann schauen wir mal, ob das ein Klaxo ist oder ob du hier einfach locker flockig schildest. Ja, das ist schon, das ist leider, tut mir leid, ich kämpfe auch nicht fürs Video weiter, das ist sowas von vorbei. Das war von Anfang an vom Algorithmus vorher bestimmt. Nein, was können wir tun, dass es endlich mal aufhört? Ich versuche ja, mich ein bisschen drüber lustig zu machen. Das ist völliger Quatsch, Leute, bitte. Und es kommen immer und immer wieder Videos und ich sehe so viele Kommentare dazu. Ja, ich komme einfach nicht höher. Der Algorithmus schränkt mich ein. Nur die YouTuber haben den einfachen Algorithmus. Ach ja, Niantic ist so lost. Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, die würden sowas schaffen. Aber Mew war hier mal am Start. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.